Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute gibt es meine Tipps zum Züchten von Sauerteig. Ich habe hier auf YouTube schon eine dreiteilige Videoserie. Die ist mittlerweile 3 Jahre. Das Wissen dort ist eigentlich immer noch gleich. Ich gehe heute einfach auf viele Fragen ein, die es zum Video gegeben hat. Ich zeige euch meinen Weg, das ist auch noch wichtig. Falls du bereits einen Sauerteig hast oder in der Back Academy bist, dann kannst du das Video hier überspringen, denn das lernst du auch alles in der Back Academy, und wenn du mit einem Sauerteig zufrieden bist, dann hast du das hier nicht nötig. Was heißt nicht nötig? Ist sicher auch interessant, aber wenn es funktioniert, dann ändere nichts. Es wird überall immer etwas anders gemacht. Es gibt tausende von Anleitungen im Internet. In jedem Land wird es wieder ein bisschen anders gehandhabt. Und ich zeige euch meinen Weg, wie ich gute Erfahrungen gemacht habe. Mach es gerne so, da weiß ich, es funktioniert. Es gibt auch andere Wege. Wenn die für dich funktionieren, ist das natürlich auch okay. Als erstes einmal, der Name ist etwas verwirrend. Der wird auch überall anders ausgesprochen. Einige nennen es Sauerteig, andere nennen es Starter. Dann heißt es auch wieder Anstellgut. Die Spanier nennen es Massa Madre, die Italiener Lievito Madre. Das sind alles Sauerteige. Einfach immer einen anderen Namen. Ich sage manchmal meine Madre Bruno, was auch immer. Es geht aber eigentlich immer um Sauerteig. Und beim Sauerteigbacken handelt es sich um das natürlichste Backen, das du machen kannst. Sauerteig hat 2 Eigenschaften, im Aroma in den Teig zu bringen, ganz einfach gesagt, und die Hefe zu ersetzen, dass du hefefrei backen kannst. Hier gibt es auch keine Richtlinien. Es gibt Länder, da ist es vorgeschrieben, aber was man im Hobbybereich macht, zu Hause macht, ist dir überlassen. Ob man jetzt Brote backt, nur mit Sauerteig gelockert, ob man es kombiniert mit Hefe, das ist eigentlich von dem her egal. Ich mache es gerne so, dass ich es mit Hefe kombiniere, um die Säure etwas zu brechen, aber das schauen wir dann nachher an. Jetzt, wie startet das Ganze? Die erste Woche, das ist die Geburt, wie ich sie nenne, da musst du einen Sauerteig züchten. Wenn der gezüchtet ist, dann kannst du den ein Leben lang weiterführen. Wenn dieses Video sehr gut ankommt, mache ich gerne noch eins zum Pflegen des Sauerteigs, zum Vorbereiten, was passiert, wenn man mal in den Urlaub geht und so weiter. Meine Methode ist 100 Gramm Roggenvollkornmehl, 70 Gramm Wasser und 30 Gramm Apfelsaft. Wie das in der Praxis funktioniert, da verlinke ich dir gerne noch meine Videoserie vor 3 Jahren oder gerne in der Back Academy, da kannst du das Ganze auch nachsehen. Das vermische ich. Du kannst auch eine andere Frucht nehmen. Die Frucht ist nicht zwingend. Ich habe einfach gemerkt, er hat hier mehr Power. Wir haben gute Enzyme in der Frucht, gute Pektine, die das Ganze hier beschleunigen. Du kannst auch eine schöne Geschichte machen, wenn du Himbeeren hast im Garten, wenn Saison ist, oder Erdbeeren, dann kannst du auch die einfach zerdrücken und reingeben. Ich habe schon mit Trauben gemacht, die habe ich gleich mit der Schale einfach zerdrückt. Irgendwann ist dann das wieder raus. Das ist kein Problem. Nimm eine Frucht, die dir passt, dann hast du auch noch gleich so eine einzigartige Geschichte. Das, was ich euch hier zeige, ist eine sogenannte Spontangärung. Jeder Sauerteig wird dann auch einzigartig sein. Das heißt, wir nehmen nicht irgendeine Starterkultur, ein Pulver, ein Konzentrat, das wir uns hier weiterzüchten. Das ist eine sogenannte Spontangärung. Das Ganze wird zusammen vermischt und in ein Glas gepackt. Das sieht dann in etwa so aus, relativ fest, kompakt. Und das hier markiere ich mit einem Gummiband, dass ich weiß, wo ist die unterste Stelle. Ich drücke schön runter, markiere es mit einem Gummiband und jetzt stelle ich das an ein warmes Plätzchen. Sollte etwa 30 Grad haben. Am ersten Tag ist das förderlich, muss nicht zwingend sein, es hilft aber extrem. Und in der ersten Woche bei der Züchtung gibt es leider auch keine Garantie, dass das Ganze funktioniert. Was machen wir hier? Wir wollen eigentlich die wilden Hefen, die schon hier vor allem auf den Schalenteilen des Mehles sitzen, aktivieren. Die sind auch in der Luft, die sind überall, sind wir eigentlich von Hefen umgeben. Und die wollen wir einsammeln und züchten und stabilisieren. Das ist eigentlich das Ziel.
Darum starte ich hier auch mit Vollkornmehl. Das hat noch gar keinen Einfluss, welchen Sauerteig du da machst, ob das helles Mehl, Dinkelmehl etc. ist. Roggenvollkornmehl liefert einfach die verlässlichsten Ergebnisse, weil die Enzymtätigkeit hoch ist, die Schalenanteile hier sehr, sehr gut funktionieren, für das Ganze zu aktivieren. Und wir reden immer von Mikroorganismen, so kleine Lebewesen. Da gibt es nicht nur gute, da gibt es auch schlechte. Kolibakterien beispielsweise, wenn was schimmelt, dann haben wir die schlechten. Und darum ist es hier auch wichtig, den Temperaturbereich einzuhalten, zwischen 26 und 30 Grad. Geht auch auseinander, einige sagen 26 bis 28, andere 28 bis 30. Etwas zwischen 26 und 30 Grad. Dann wissen wir, dass wir die richtigen Mikroorganismen ansprechen und die beispielsweise dann weiterzüchten. Weil hier gibt es jetzt einen Kampf der Mikroorganismen in diesem Glas und wir wollen die, die wir nicht wollen, aussondern und die, die wir haben wollen, stärken. Und das geht über den richtigen Temperaturbereich. Denn man weiß, man hat dann ein richtiges Verhältnis zwischen Milch und Essigsäure. Die Essigsäure soll nicht dominieren. Wenn es zu kalt ist, dann entwickeln wir diese Mikroorganismen weiter. Und in diesem Temperaturbereich haben wir einen schönen Ausgleich zwischen Milchsäure und Essigsäure, mehr Milchsäureanteile, was das Brot dann sehr, sehr schmackhaft macht. Und darum zur Stärkung, zur Unterstützung gebe ich dieses Glas an ein warmes Plätzchen. Vor der Energiekrise habe ich immer gesagt, lass den Ofen laufen auf 30 Grad über Nacht. Das wollen viele nicht mehr machen, verständlich. Im Winter kann man es auf die Heizung stellen. Ein guter Tipp, wo mal von einem Kursteilnehmer gekommen ist, auf den Router stellen, der gibt auch Wärme ab. Andere machen sich Boxen aus Styropor, geben dort eine PET-Flasche rein, das wärmt auch. Falls du eine Küchenmaschine hast, die wärmen kann, kannst du die einschalten. Wenn du mit Schokolade arbeitest und ein Temperiergerät hast, dann kannst du das nehmen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und am Anfang ist es auch wichtig, dass wir hier die Hefen aus der Luft auch aktivieren. Das Glas nicht ganz zumachen, nicht verschließen, der muss wirklich atmen können. Und so nach ca. 24 Stunden, das ist sehr, sehr individuell, gibt es hier eine Verdoppelung des Teiges. Das ist noch relativ kompakt, riecht auch noch nicht gut. So lange abwarten, bis sich der verdoppelt. In der Regel, erfahrungsgemäß etwa 24 Stunden dauert das Ganze. Kann aber auch sein, dass es 30 Stunden geht oder schon nach 16 Stunden. Richte dich nach dem Teig, die Verdoppelung muss da sein. Wenn nach 36 Stunden noch nichts passiert wäre, dann fahre dann einfach mit dem weiteren Schritt weiter. So, der hat sich jetzt verdoppelt nach 24 Stunden im Ofen. Was passiert jetzt? Jetzt muss ich dem wieder Energie liefern und das geht übers Mehl, das ist seine Nahrung, das ist sein Fressi. Jetzt nehme ich hier 100 Gramm von diesem alten Anstellgut raus. Gebe 100 Gramm Roggenvollkornmehl dazu und 100 Gramm warmes Wasser. Warum warmes Wasser immer? Damit wir eben diesen Temperaturbereich von 26 bis 30 Grad erreichen. Das geht über die Wassertemperatur. Dann markiere ich das wieder und wenn du willst, kannst du es in der Küche stehen lassen. Wenn du ein warmes Plätzchen hast, ist das besser, ist aber nicht mehr zwingend. Dann wieder verdoppeln lassen. Und jetzt die häufigste Frage auf meinem Kanal. Marcel, hier habe ich 200 Gramm drin, hier brauche ich nur noch 100. Was mache ich mit diesen 100 Gramm? In der ersten Woche bei der Geburt sage ich ganz klar, mit dem kannst du noch nicht backen, das musst du kompostieren. Das ist meine Meinung hier, diese 100 Gramm. Man sieht auch viele Systeme im Internet, die beginnen bei 25 Gramm Mehl, 25 Gramm Wasser und gehen dann immer hoch, dann wird weniger weggeworfen, das stimmt. Aber die Mikroorganismen, da sind viel weniger Mikroorganismen da und die Gelingsicherheit ist viel kleiner. Darum sage ich, ich starte bei 100 Gramm Mehl. Das ist für mich das Minimum. In der Bäckerei spricht man von mindestens einem Kilogramm Mehl. Aber hier würde ich sagen, 100 Gramm ist das Minimum, ist sehr gelingsicher. Hunderte von meinen Zuschauern haben sich schon so einen Sauerteig gezüchtet. Die genaue Zahl habe ich nicht, aber ich weiß, dass es funktioniert. Zurück zum zweiten Tag, oder? Der hat sich jetzt verdoppelt. Ich habe den wieder aufgefrischt. Das Gefäß hier einfach auskratzen mit einem Gummispachtel und dann den Teig wieder rein.
Hier sind wir auch in einem Bereich, ja, nicht auswaschen, sterilisieren. Wir wollen hier ein bisschen Leben haben. Das ist gegen den Trend, der heute aktuell mit den Lebensmitteln zu tun hat, aber der muss atmen können. Mikroorganismen ernähren sich einfach so und darum ist das wichtig. Auskratzen, neuer Teig rein. Also zum Mischen nehme ich den schon in eine Schüssel, weil hier drin geht es nicht gut. Dann wieder markieren, untere Stelle wieder verdoppeln lassen. Das geht in der Regel jetzt schneller, 16, 12 Stunden, was auch immer. Und dann am nächsten Tag, dann, wenn das Ganze verdoppelt ist, nehme ich wieder 100 Gramm Mehl, 100 Gramm von diesem Anstellgut. Und jetzt kannst du entscheiden, welches Mehl soll es sein. Willst du lieber ein helles Mehl? Willst du lieber ein Dinkelmehl? Willst du lieber ein Roggenmehl? Dann nimmst du von Anfang an jetzt das, was du gerne zukünftig hättest. Wichtig ist nicht immer hin und her wechseln, sondern eine Entscheidung treffen und das dann durchziehen. Und hier ist auch der Zeitpunkt, wo du dann entscheiden kannst, du, will ich eher eine Madre machen, so ein italienischer Sauerteig, der eher fest ist, oder will ich einen flüssigen Sauerteig? Ich würde sagen, weltweit 70% der Sauerteige sind flüssig und 30% sind fest. In meinen Videos, die Madre ist auch eher fest, komme ich später darauf, was Vor- und Nachteil hat. Und wie steuert man die Festigkeit? Über die Wassermenge. Das heißt, 100 Gramm altes Anstellgut, 100 Gramm Mehl, das du gerne möchtest, am dritten Tag und dann Wasser, entweder 60 Gramm, da gibt es einen festen Teig, 50, 60 Gramm, da gibt es einen sehr festen Teig, oder 100 Gramm, also gleiche Menge, da gibt es einen flüssigen. So kannst du das steuern. Mit dem festeren Teig, bei mir ist es jetzt 60, eine Teigausbeute von 160, teilweise auch 170. Das gibt so eine angenehme Konsistenz für mich. Darum mache ich das so, ist auch nirgends geschrieben, dass man das so machen muss, hat sich einfach für mich als gut entwickelt. Das heißt 100 Gramm Mehl, 100 Gramm altes Anstellgut und 60 Gramm Wasser. Ist es bei mir, man kann auch 50 nehmen, die Italiener nehmen gerne 50 Gramm. Die flüssigen Sauerteige sind dann 100, aber man kann auch zwischendurch was machen und die richtige Festigkeit für sich herausfinden. Und dann geht das eigentlich immer wieder so lange. Ich warte immer die Verdoppelung ab und frische den wieder auf. Das heißt Fütterung, wieder Mehl, altes Anstellgut, immer 100 Gramm und dann 60 Gramm Wasser bei mir, warmes Wasser, wieder hinstellen, die Verdoppelung abwarten. Und jetzt kommt's, das mache ich so lange, bis er sich innerhalb von 3 Stunden verdoppelt. Warum mache ich das? Ganz, ganz einfach erklärt. Viele haben es schon mal gesehen, wenn ihr diesem Kanal hier folgt. Wir haben die Säure im Sauerteig, diese zwei Säuren, die Säure. Und hier haben wir die Hefe. Wir wollen ja irgendwann hefefrei backen. Säure, Aroma und hier die Hefe. Und das ist immer so eine Pendelbewegung. Wenn die Säure sehr dominant ist, dann ist die Hefeaktivität immer tief. Und das merke ich natürlich am Anfang, wenn er sich noch nicht schnell verdoppelt. Wenn er sich dann innerhalb von 3 Stunden verdoppelt, weiß ich, die Säure ist eher mild, aber die Hefeaktivität muss ziemlich stark sein. Und genau dort will ich hin. Das heißt nicht, dass dein Sauerteig mild ist. Wenn du ihn saurer machen willst, dann würde ich es immer über den Anteil im Teig steuern, nicht über die Verdoppelung gehen. Und übrigens, wenn du einen intensiveren Sauerteig machen möchtest, in der Säure ist Roggen besser geeignet als Weizen. Weizen gibt immer mildere Sauerteige. Das kann man auch so steuern. Und dieses Spielchen mache ich so lange, ist auch sehr individuell. Der wird dann immer heller, das siehst du hier. Immer weniger Schalenteile drin, je mehr ich mit weißem Mehl hier auffrische, bis er sich innerhalb von 2-3 Stunden verdoppelt. Das kannst du dann ruhig auch bei Zimmertemperatur machen. Im besten Fall geht das 5-mal, im schlechtesten Fall geht es 7, 8, 9-mal. Es kann auch manchmal sein, das ist auch so ein Mysterium, dass die Verdoppelung nach 3 Stunden schon am 2. Tag kommt. Da würde ich unbedingt sicher 5 Verdoppelungen abwarten. Das kann auch sein, dass hier irgendeine Fremdgärung stattgefunden hat. Da würde ich wirklich nochmal auffrischen, wenn die Verdoppelung so schnell kommt. Die Resten in der ersten Woche immer weg. Man riecht es auch schon jetzt hier, das riecht nicht gut. Das riecht nicht gut, da machst du die anderen Teige kaputt. Diese Zeit musst du hier aufwenden oder Werbung in eigener Sache. Ich habe meinen Bruno, den du in den Videos immer siehst.
habe ich getrocknet. Den kann man sich eigentlich wieder regenerieren, falls dir das zu kompliziert ist. Das Pulver habe ich im Shop, mache ich auch selber bei mir in der Backstube. Kannst du aktivieren, hier hinten hat es einen QR-Code, wo du das Ganze abscannen kannst, wie du den wieder zurückholst und aktivierst, dass du einen Sauerteig hast. Warum habe ich bei mir zu Hause nur einen hellen Weizensauerteig? Ich kann mit dem auch Roggenbrote backen, Dinkelbrote backen. Ich setze zu Hause alles mit dem an. Ich kann aber auch Panettone backen. Und die Panettone sind eher mit einer Madre, mit einem festen Sauerteig gebacken. Warum? Weil sich diese Mikroorganismen schon daran gewöhnen, mit weniger Wasser auszukommen. Und das ist vor allem im Panettone-Teig sehr, sehr relevant. Denn dort haben wir einen sehr reichhaltigen Teig, wenig Wasser, viel Ei, viel Butter. Und dort funktioniert eine Madre einfach besser. Es gibt auch Anleitungen, Madre mit Honig, Öl etc. Bei mir ist es ganz, ganz einfach. Der feste Weizensauerteig ist für mich die Madre. Und ich sage lieber, du, ich habe einen zu Hause, den ich richtig auffrische, richtig pflege, der richtig gut funktioniert, als vier, die irgendwo immer wieder schwanken und Probleme verursachen. Den Sauerteig muss man auch brauchen zum Backen. Das kann ich dir in einem weiteren Video dann noch erklären, beim Auffrischen, beim Pflegen. Wenn du den nicht brauchst, fällt halt immer wieder Menge an, die du irgendwie verwerten musst. Und wenn du vier verschiedene hast, fällt natürlich mehr Menge an. Wenn du sie brauchen kannst, ist das super. In der Bäckerei haben wir natürlich auch verschiedene Teige. Hier in meiner Küche, für die YouTube-Videos brauche ich immer nur einen. Ich finde das für viele Hobbybäcker viel, viel einfacher. Aber da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Der flüssige Sauerteig, der hilft hier, das Säureprofil noch etwas mehr zu steuern. Meine Erfahrung ist auch bei der Krumenstruktur, die wird noch etwas lockerer, gibt noch etwas größere Löcher. Die Madre ist eher milder und sehr triebstark. Das sind die Unterschiede. Kannst du dir selber entscheiden, was du lieber machst. Kannst auch mit den Festigkeiten spielen. Das ist kein Problem. Hier ist einfach das Ziel, innerhalb von 2-3 Stunden sollte sich der verdoppeln. Dann hast du es geschafft. Dann darfst du deinen Sauerteig taufen und ihm einen Namen geben. Und wenn du das mal gemacht hast, dann musst du das Spiel mit dem Auffrischen und Pflegen nur noch einmal in der Woche machen. Und dass das Video nicht so lang wird, zeige ich dir gerne in einem weiteren Video. Die Kernpunkte sind Teigtemperatur 26 bis 30 Grad. Geduld haben, es muss immer eine Verdoppelung da sein. Und die Verdoppelung muss innerhalb von 2-3 Stunden passieren, dann weiß ich, ich habe das richtige Verhältnis zwischen Säure und Hefeaktivität. Das sind meine Punkte, die ich dir gerne noch mitgeben möchte. Ich hoffe, das hilft dir als Ergänzung zur dreiteiligen Videoserie, wo ich dir zeige, wie ein Sauerteig züchten, wie pflegen, plus zusätzlich, wie wir dann noch Königsdisziplin einen Panettone backen. Das als Ergänzung zum Video. Ich mache, denke ich, wahrscheinlich so oder so noch ein Video zum Pflegen. Was ist, wenn man in den Urlaub geht? Was ist, wenn man den vernachlässigt? Und so weiter. Ich hoffe, es bringt dir was. Schreib mir in die Kommentare. Ich will natürlich auch immer wieder die abholen, die sagen, du, der Sauerteig, den traue ich mich noch nicht so. Es ist einfacher, als du denkst. Man muss sich ein bisschen damit befassen, man muss dem Teig etwas zuschauen, den lesen können. Das geht vor allem, wenn man ihn lesen kann, bei einem festen Sauerteig viel einfacher, denn man sieht gut die Verdoppelung. Bei einem flüssigen gibt es dann so Blasen, das braucht etwas mehr Erfahrung. Aber diese Konsistenz hier funktioniert wunderbar. Schon x-mal gemacht, funktioniert sehr, sehr gut. Wenn du ein anderes System hast und das gut funktioniert, das ist auch okay. Meins weiß ich, das funktioniert gut. Ich freue mich auf deine Kommentare. Konnte ich dich überzeugen, einen Sauerteig endlich selber zu züchten? Hast du schon einen Sauerteig? Konntest du trotzdem was mitnehmen? Ich bin gespannt. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.